kannst du nicht einfach so rausnehmen, Mensch, ey. Wahnsinn. Aber auch. Altes Buch. Ja. Die Rache des Zwergs. Eieiei. Die Rache des Zwerges. Ja. Es gab wohl kaum einen Menschen, der so sehr einen lustigen Spaß liebte, wie der König. Er ging förmlich darin auf. Daher kam es auch, dass seine 7 Minister alle ausgezeichnete Spaßmacher waren. Aber der König hatte eine Vorliebe für das Derbe. Alles Feine ermüdete ihn. Unser König hatte natürlich auch seinen Hofnamen. Er brauchte, wie er sagte, etwas Verrücktes, schon als Gegengewicht gegen die tiefe Weisheit seiner 7 klugen Minister, um von seiner eigenen Weisheit gar nicht zu sprechen. Sein Narr war, was ihm und in den Augen des Königs einen dreifachen Wert gab, zugleich auch ein Zwerg und ein Krüppel. Der Name Hoppfrosch war dem Zwerge gegeben worden. Und zwar wegen seiner Unfähigkeit, wie andere Menschen zu gehen. Hoppfrosch konnte sich tatsächlich nur ruckweise vorwärts bewegen. Seine Gangart war ein abwechselndes Springen und Rutschen. Aber obgleich sich Hoppfrosch infolge der Missbildung seiner Beine nur mühsam und schwer auf ebener Erde bewegen konnte, so befähigte ihn eine erstaunliche Muskelkraft der Arme zu einer wundervollen Fertigkeit im Klettern, sobald er auch nur einen Strick, einen Baum oder sonst etwas Ersteigbares fand. Und bei solchen Kunststücken glich er mehr einem Eichhörnchen oder einem kleinen Affen als einem Frosch. Hoppfrosch und ein junges Mädchen, das fast gerade so zwerghaft klein wie er selber, aber von zartestem Ebenmaß war und wundervoll tanzen konnte, hatte man mit Gewalt aus ihrer Heimat geraubt und verschleppt. Und später waren die beiden dem Könige von einem siegreichen Generale als Geschenk zugesandt worden. Unter solchen Umständen kam es ganz von selbst, dass zwischen den beiden kleinen Gefangenen eine große Vertrautheit entstand. Und sie wurden bald geschworene Freunde. Hoppfrosch, der trotz seiner vielen Fähigkeiten nicht sehr beliebt war, konnte Trippetta keine großen Dienste erweisen. Aber sie wurde, obwohl sie Zwergin war, wegen ihrer Grazie und zarten Schönheit allgemein bewundert und gehätschelt. Dadurch besaß sie bedeutenden Einfluss und verfehlte nie, so oft sie es konnte, ihn zugunsten von Hoppfrosch zu verwenden. Der für das Fest bestimmte Abend war gekommen. Den prächtigen Saal hatte man unter Trippettas Leitung mit allem Zierat geschmückt, der auf einem Maskenball Eindruck machen konnte. Der ganze Hof befand sich in fieberhafter Erwartung. Was die Maskenkostüme anging, so war darüber wohl sicher jeder zu einem Entschluss gekommen, und es bestand darüber nirgendwo mehr ein Zweifel als nur noch bei dem König und bei seinen 7 Ministern. Und als sie sich nicht mehr zu helfen wussten, ließen sie Trippetta und Hoppfrosch holen. Die beiden kleinen Freunde gehorchten dem Befehl des Königs und fanden ihn mit den 7 Ministern beim Wein sitzen. Aber der König schien schlechter Laune zu sein. Er wusste, dass Hoppfrosch den Wein nicht liebte, denn dieser erregte den armen Krüppel bis zum Wahnsinn. Und Wahnsinn ist kein angenehmes Gefühl. Aber der König liebte nun einmal derbe Scherze. Und darum machte es ihm Vergnügen, Hoppfrosch zu zwingen, sich zu betrinken und, wie der König es nannte, lustig zu sein. Komm her, Hoppfrosch! Rief er, als er den Hofnarren und seine Freundin in das Zimmer traten sehen. Schluck diesen Humpen und dann gib uns eine Probe deiner Erfindungsgabe.
Wir brauchen Charaktermasken, etwas ganz Neues, noch nie Dagewesenes. Wir haben es satt, immer dasselbe zu sehen. Los, trink, der Wein wird deinen Verstand schärfen. Der Befehl des Königs trieb ihm die Tränen in die Augen. Manche schweren und bitteren Tropfen fielen in den Pokal. Als er ihn demütig aus der Hand des Tyrannen entgegennahm, brüllte lachend der König, als der Zwerg widerstrebend den Becher leerte. Sieh mal, was ein Glas guten Weins vermag. Deine Augen beginnen schon zu leuchten. Der arme Bursche, seine großen Augen glühten mehr, als sie leuchteten. Denn die starke Wirkung, die der Wein auf sein erregbares Gehirn ausübte, trat fast unmittelbar ein. Zitternd stellte er den Pokal auf den Tisch und stierte mit einem halb wahnsinnigen Blick auf die Anwesenden. Sie schienen alle höchst belustigt zu sein über den Erfolg, den der Spaß des Königs hatte. Und nun ans Geschäft, sagte der erste Minister, ein sehr dicker Mann. Ja, meinte der König. Also, Hopfrosch, du musst uns helfen. Charaktermasken, mein lieber Freund, wir brauchen Charakter, wie alle. Und da das sicherlich ein Witz sein sollte, brachen alle sieben in das gleiche Lachen aus. Also los, fällt dir nichts ein? Ich bemühe mich, etwas Neues auszudenken. Du bemühst dich? Was willst du damit sagen? Ah, ich verstehe. Du bist missgestimmt und brauchst mehr Wein. Hier, trink dies. Und er füllte von neuem den Pokal und bot ihm den Krüppel an, der ihn nach Luft schnappend anstarrte. Trink, sage ich, oder? Der Zwerg zauderte. Der König wurde rot vor Wut. Die Höflinge grinsten, Trippetta aber, gleich wie der Tod, trat vor des Königs Stuhl und fiel auf die Knie, indem sie um Schonung für ihren Freund flehte. Der Tyrann betrachtete sie, außer sich vor Erstaunen über ihre Kühnheit. Er schien nicht recht zu wissen, was er tun oder sagen sollte. Schließlich stieß er sie, ohne eine Silbe zu sprechen, heftig zurück und goss ihr den Inhalt des vollen Humpens ins Gesicht. Das arme Mädchen erhob sich, so gut sie es vermochte, und ohne nur einen Seufzer zu wagen, nahm sie wieder ihren früheren Platz ein. Eine halbe Minute lang herrschte ein tödliches Schweigen, währenddessen man das Fallen eines Blattes oder einer Feder gehört hätte. Ich weiß nicht, was mich darauf brachte, aber gerade als Eure Majestät das Mädchen geschlagen und ihr den Wein ins Gesicht geschüttet hatte, fiel mir etwas Großartiges ein. Es handelt sich um einen lustigen Brauch aus meiner Heimat, den wir dort bei unseren Maskeraden oft ausüben und der hier etwas ganz Neues sein wird. Unglücklicherweise gehören aber 8 Personen dazu und... Das sind wir, ja! Wir sind genau 8! Ich und meine 7 Minister weiter. Wie ist es mit dem Spaß? Ja. Wir nennen ihn die 8 aneinandergeketteten Orangutans. Und es gibt wirklich einen ausgezeichneten Spaß, wenn man die Sache richtig spielt. Wir wollen sie spielen. Der Haupteffekt bei dem Spaß liegt in dem Schreck, der bei den Damen eingeflößt wird. Großartig! Ich werde sie als Orangutans verkaufen. Sie können das mir überlassen. Die Ewigkeit soll so täuschend sein, dass die ganze Festgesellschaft sich für richtige Tiere halten und natürlich in einen heillosen Schrecken geraten wird. Das wird eine prächtige Geschichte. Hopfrosch, ich werde einen Mann aus dir machen. Die Ketten dienen dazu, durch ihr Klirren die Verwirrung zu steigern. Es soll aussehen, als seien sie gemeinsam ihren Wärtern entflohen. Eure Majestät können sich kaum den Eindruck vorstellen, den das plötzliche Erscheinen von 8 aneinander geketteten Orangutans in einer Maskengesellschaft macht. Besonders, wenn die meisten sie für echte Bestien halten, die nun mit wilden Schreien durch eine Menge elegant und vornehm gekleideter Männer stürmen. Der Kontrast ist wundervoll. Es muss sein! Sagte der König und brach mit seinen Ministern auf, um Hopfroschs Idee in die Wege zu setzen. Denn es wurde langsam spät. Zunächst wurden der König und seine Minister in eng anliegende baumwollene Hemden und Hosen gekleidet. Diese wurden mit Teer überstrichen, dann Flachs in dicken Lagen auf den Teer geklebt und eine lange Kette geholt. Diese wurde zuerst um die Taille des Königs geschlungen, fest verknotet, dann kamen die anderen an die Reihe. Und als sie alle gefesselt waren, bildeten sie, wenn sie sich, soweit sie konnten, auseinanderstellten, einen großen Kreis.
Um alles so natürlich wie möglich zu machen, befestigte Hopfrosch die beiden Kettenenden noch kreuzweise als Durchmesser durch den Kreis, gerade so, wie man heute in Borneo gefangene Schimpansen und andere große Affen fesselt. Der große Saal, in dem die Maskerade stattfinden sollte, war rund gebaut und sehr hoch. Und das Tageslicht konnte nur durch ein einziges Fenster oben in der Spitze hereinströmen. Er wurde in der Hauptsache durch einen großen Kronleuchter erhellt, der an der Kette von der Mitte des Deckenfensters herabhing und wie gewöhnlich bei solchen Lampen durch ein Gegengewicht aufwärts und abwärts gezogen werden konnte. Die Ausstattung des Raumes war der Oberaufsicht Trepettas überlassen worden, aber in gewissen Einzelheiten hatte sie sich, wie es schien, nach dem ruhigen Urteil ihres Freundes, des Zwerges, gerichtet. Dafür waren an verschiedenen Stellen Armleuchter aufgestellt. Auf den Rat Hopfroschs warteten die 8 Orangutans mit ihrem Einritt in den Saal geduldig bis Mitternacht, da dann die Zahl der Gäste am größten sein würde. Kaum aber hatte die Uhr zu schlagen aufgehört, da stürzten oder vielmehr purzelten sie alle zusammen hinein. Denn durch die Ketten waren sie natürlich in ihrer Bewegung gehindert, so dass einer über den anderen stolperte. Das Entsetzen der Maskengesellschaft war ungeheuer, was dem König großen Spaß machte. Wie man erwartet hatte, gab es nicht wenige Gäste, die die gefährlichen aussehenden Geschöpfe wirklich für wilde Tiere, wenn nicht gar für Orang-Utans hielten. Viele Frauen fielen vor Schreck in Ohnmacht. Daher bemerkte niemand, dass die Kette, an der der Kronleuchter sonst gehangen, sich ganz langsam hinabzusenken begann, bis der große Haken an ihrem Ende nur noch 3 Fuß über dem Boden schwebte. Jetzt befanden sich der König und seine 7 Freunde, die inzwischen immerzu nach allen Richtungen durch den Saal getaumelt waren, gerade in der Mitte des Saales und damit gerade unter der Kette. Diese Gelegenheit benutzte der Zwerg, der ihnen dicht auf dem Fuße gefolgt worden war. Er fasste ihre Kette dort, wo sie kreuzweise übereinander ging, und legte sie blitzschnell in den Haken, an dem sonst der Kronleuchter gehangen wäre. Im selben Augenblick wurde auch schon die Kronleuchterkette von unsichtbarer Hand so weit in die Höhe gezogen, dass man den Haken nicht mehr erfassen konnte. Die Orangutans gerieten so dicht aneinander und standen Gesicht neben Gesicht gerade in der Mitte. Inzwischen hatte sich die Maskengesellschaft in gewissem Maße von ihrem Schreck erholt. Sie begann nun, die ganze Sache als einen wohl vorbereiteten Scherz zu betrachten und brach über die komische Lage, in der sich die Affen befanden, in ein lautes Gelächter aus. Überlass sie mir! Schrie jetzt Hopfrosch, und seine schrille Stimme übertönte allen Lärm. Überlass sie mir! Ich glaube, ich kenne sie. Ich brauche sie nur einmal näher zu betrachten und kann bald sagen, wer sie sind. Hiermit schwang er sich über die Köpfe der Menge, riss eine Fackel an sich und gelangte auf dieselbe Art wieder in die Mitte des Saales. Dann aber sprang er mit der Gelenkigkeit eines Affen auf den Kopf des Königs und kletterte von da ein paar Fuß hoch die Kette hinauf, wobei er die Fackel hinabhielt, wie um die Orang-Utan-Gruppe genauer zu betrachten. Ich werde es bald heraushaben, wer sie sind. Plötzlich, während die ganze Gesellschaft, die Affen eingeschlossen, immer krampfhafter lachten, stieß der Spaßmacher einen schrillen Pfiff aus und im gleichen Augenblick flog die Kette mit einem Ruck 30 Fuß nach oben. Dabei wurden die entsetzten und zappelnden Orang-Utans mitgerissen, sodass sie jetzt zwischen dem Deckenfenster und dem Fußboden in der Luft schwebten. Hopfrosch, der die Kette nicht losgelassen hatte, schwebte noch immer im gleichen Abstand über den 8 Verkleideten und fuhr fort, seine Fackel nach ihnen hinabzustrecken. Aha, jetzt sehe ich endlich, wer diese Leute sind. Und als, wie wenn er sie jetzt noch genauer betrachten wollte, hielt er die Fackel an die Flachsschicht, die dem König rings umgab und die sich sofort in eine hell lodernde Flamme verwandelte.
In weniger als einer halben Minute bildeten die 8 Orangutans ein einziges Feuermeer, während die Menge, die sie von unten betrachtete, entsetzt aufschrie, aber nicht imstande war, ihnen auch nur die geringste Hilfe zu leisten. Als die Flammen, deren Glut sich plötzlich verstärkte, den Hofnarren zwangen, an der Kötterhöhe hinaufzuklettern, fiel die Menge von Neuem in kurzes Schweigen. Diese Gelegenheit benutzte der Zwerg, um noch einmal zu sprechen. Ich sehe jetzt deutlich, welche Art diese Maskierten sind. Es sind ein großer König und seine 7 geheimen Räte. Ein König, der sich nicht schämte, ein schutzloses Mädchen zu schlagen, und 7 Räte, die ihm dabei zujubelten. Ich aber bin nur Hopfrosch, ein gewöhnlicher Hofnarr. Und dies ist mein letzter Spaß. Kaum hatte der Zwerg diese Worte gesprochen, als auch schon infolge der leichten Entzündbarkeit sowohl des Flachses wie des Teers das Werk seiner Rache vollendet war. Die 8 Leichen hingen in ihren Ketten. Eine schwärzliche, qualmende, widerliche und formlose Masse. Der Krüppel schleuderte die Fackel auf sie hinab, kletterte zur Decke empor und verschwand durch das Lichtfenster. Wahrscheinlich hatte sich Trippetta inzwischen auf dem Dach des Festsaales aufgehalten und ihrem Freund bei seiner furchtbaren Rache geholfen. Die beiden mögen wohl zusammen in ihre Heimat entkommen sein, denn man hat nie wieder von ihnen gehört.